Hey, schau dir das an. Iss jeden Tag Kurkuma und sieh, was am 30. Tag passiert. Nein, du wirst nicht gelb werden. Nicht zu sehr. War nur Spaß. Was denkst du über Kurkuma? Kein großer Fan? Hör gut zu, denn du wirst deine Meinung wahrscheinlich ändern, nachdem du diese 12 unglaublich gesundheitlichen Vorteile dieses bunten Gewürzes kennengelernt hast. Wenn du Hautprobleme, Haarausfall oder sogar Probleme mit ein paar extra Pfunden hast, dann schau weiter. Versichere dich, dass du dein Leben aufpeppst und auf der Sonnenseite lebst, indem du auf Abonnieren und die Benachrichtigungsglocke direkt daneben klickst. Nun, welche Veränderungen kannst du nach einem Monat mit Kurkuma in deiner Ernährung erwarten? Beginnen wir! Nummer 12. Deine Zähne werden weißer. Wenn du einfach alles erfolglos versucht hast, um dieses Hollywood-Lächeln deiner Träume zu bekommen, dann versuche es mit Kurkuma. Eine Studie von Forschern der Abteilung für Mundpathologie an der indischen Punjab-Universität aus dem Jahr 2013 hat gezeigt, dass dieses Gewürz die Zähne aufhellen kann. Kurkuma ist in der wissenschaftlichen Gemeinschaft als Kurkuma longa bekannt und wird wegen seiner entzündungshemmenden, antioxidativen, antimikrobiellen und antiseptischen Eigenschaften seit Jahrhunderten in der traditionellen indischen Medizin verwendet. All dies macht es zu einem Wunderprodukt in der Zahnpflege. Um es auszuprobieren, tauche deine Zahnbürste einfach in Sonnenblumen oder Olivenöl und dann in eine zerkleinerte Kurkuma-Wurzel. Putze dir 3 Minuten lang die Zähne und wiederhole diesen Vorgang 2 bis 3 Mal pro Woche. In nur einem Monat wirst du die ersten Ergebnisse sehen. Nummer 11. Du wirst Akne loswerden. In der ayurvedischen Medizin wird Kurkuma seit jeher zur Behandlung von Hautproblemen eingesetzt, aber es hat auch Rückhalt durch moderne Wissenschaft. Seine Wirksamkeit in der Hautgesundheit wurde in einer Studie von 2016 von Dermatologen der Drexel-Universität und der Universität von Kalifornien, Sacramento, nachgewiesen. Sie analysierten 234 Artikel über Hautkrankheiten und deren Behandlung. Es stellte sich heraus, dass Kurkuma in 10 von 18 Fällen als wirksames Mittel gegen Akne eingesetzt wurde. Akne wird durch einen Überschuss der Bakterien Propionibacteria acnes verursacht. Da diese immer resistenter gegen Antibiotika werden, ist Kurkuma eine tolle, natürliche Alternative, die genauso gut funktioniert. Um es selbst auszuprobieren, mische 1 Esslöffel Aloe Vera Saft und 1/4 Teelöffel Kurkuma. Trage die Paste 10 bis 15 Minuten lang auf die Problemzonen auf und wasche sie dann ab. Wiederhole dies 3 Mal pro Woche für reinere Haut in einem Monat. Nummer 10. Dein Haar wird viel schneller und dicker wachsen. Viele verschiedene Faktoren in unserer verrückten, schnelllebigen Welt können Haarausfall auslösen. Stress, schlechte Ernährung und hormonelles Ungleichgewicht, um nur einige zu nennen. Eine Studie des Korean Biospectrum Life Science Institute hat gezeigt, dass Kurkumin in Kurkuma Haarausfall durch Stärkung der Haarfollikel verhindern kann. Kurz gesagt, stärkere Haarfollikel bedeuten schneller wachsendes und gesünderes Haar. Alles, was du tun musst, ist 1 Esslöffel Kurkuma-Pulver mit 3 Esslöffel Pfanzöl zu mischen, um eine nahrhafte Haarmaske zu erstellen. Trage die Paste 30 Minuten lang auf deine Haarwurzeln auf und wasche sie dann ab. Mache dies 1 bis 3 Mal im Monat. Hey, jede überschüssige Flüssigkeit kannst du dann wahrscheinlich als Dressing für einen Salat verwenden. Nummer 9. Es wird dein Immunsystem stärken. Kurkuma kann zur Stärkung deines biologischen Immunsystems beitragen, indem es wichtige Immunzellen wie T-Zellen, B-Zellen, Makrophagen und Neutrophile aktiviert. Laut Forschern der Ohio State Universität ist die Einnahme von Kurkuma mit deiner Nahrung oder in Form von Ergänzungen nicht die beste Stärkung des Immunsystems, da es meist im Magen-Darm-Trakt verbleibt und schnell verdaut wird. Um die besten Vorteile zu genießen, mische 1/3 Tasse Kurkuma mit 2/3 Tasse Wasser. Erhitze die Mischung für 10 Minuten in einem Topf, gebe es ein sterilisiertes Glas und bewahre es im Kühlschrank auf. Verdünne 1-2 Teelöffel der Paste in einem Glas warmer Milch und gebe etwas Honig hinzu. Kurkuma und seine nützliche Kurkumin-Komponente lösen sich auf und gelangen leicht in den Blutkreislauf und in das Gewebe.
Trinke diese Zubereitung einmal täglich zur Vorbeugung oder alle 3 bis 4 Stunden, wenn du krank bist. Apropos. Nummer 8. Es lindert Halsschmerzen. Indische Wissenschaftler in der Abteilung für Mundpathologie der Punjab-Universität kamen zu dem Schluss, dass Kurkuma-Extrakt dank seiner antimikrobiellen Eigenschaften das Wachstum von Bakterien und Parasiten stoppen und Entzündungen im Halsbereich reduzieren kann. Nutze es also zu deinem Vorteil, indem du einen halben Teelöffel Kurkuma und einen halben Teelöffel Salz in ein Glas heißes Wasser gibst. Verwende es 3-mal täglich zum Gurgeln, bis sich der Hals wieder besser anfühlt. Nummer 7. Verabschiede dich von deiner Erkältung. Kurkuma ist aufgrund seiner erstaunlichen antibiotischen Wirkungen und entzündungshemmenden Eigenschaften ein hervorragendes Heilmittel gegen Erkältung. Mische einen halben Teelöffel trockenen Kurkuma in ein Glas Leinsamenöl. Erwärme es, bis du ein starkes Aroma bekommst, das du 2-mal täglich 1 bis 2 Minuten inhalieren kannst. Dieser Vitaminboost bekämpft die Erkältung in kürzester Zeit und verhindert, dass sich Bakterien weiter ausbreiten. Nummer 6. Es heilt rissige Haut und Wunden. Im Jahr 2007 untersuchten Forscher der Uniformten Dienste der Universität für Gesundheitswissenschaften in Bethesda, Maryland, Kurkuma-Eigenschaften als Heilmittel für Hauterkrankungen wie Sklerodermie, Psoriasis und sogar Hautkrebs. Und erneut wurde bewiesen, dass die indische Medizin sie seit Jahrhunderten aus einem bestimmten Grund verwendet. Es verhindert die Ausbreitung freier Radikale und verhindert Entzündungen in Wunden, wodurch diese schneller geheilt werden. Mische einfach einen halben Teelöffel Kurkuma mit einem halben Teelöffel gemahlenem Ingwer und etwas Wasser. Verteile diese Paste auf der betroffenen Fläche. Wende es 1-mal täglich an und du wirst bald sichtbar Ergebnisse feststellen. Nummer 5. Du spürst weniger Gelenkschmerzen. Im Jahr 2016 leitete Dr. Kok Yong Chin eine Studie in der Abteilung für Pharmakologie der malaysischen Kebangsan Universitätsklinik, um die Auswirkungen von Kurkumin auf Gelenkentzündungen zu ermitteln. Arthritische Patienten, die an der Forschung beteiligt waren, nahmen Kurkuminoid-Extrakte und erhöhtes Kurkumin ein. Am Ende der Studie hatten sie geringere Schmerzen, eine bessere Körperfunktion und eine verbesserte Lebensqualität. Die Studie schlug auch vor, Kurkumin zur Vorbeugung von Gelenkerkrankungen einzusetzen. Wenn du es selbst ausprobieren möchtest, mische 1 Esslöffel Kurkuma-Pulver, 1 Esslöffel Honig und 2 bis 3 zerdrückte Knoblauchzehen. Trage die Paste 2 Wochen lang täglich für 15 bis 20 Minuten auf die betroffene Stelle auf. Nummer 4. Es verbessert deine Stimmung und stimuliert die Gehirnfunktion. Forscher der Universität von Kalifornien in Los Angeles baten 40 Erwachsene im Alter von 51 bis 84 Jahren, 2-mal täglich Kurkumin einzunehmen. Die Wissenschaftler beobachteten ihre Erkenntnis mit Hilfe von Gedächtnistests und stellten am Ende der Studie eine sichtbare Verbesserung fest. Damit ist Kurkuma ein hervorragendes Mittel zur Vorbeugung oder Behandlung von altersbedingten Erkrankungen wie Alzheimer, Parkinson und Schlaganfall. Vorbeugen ist viel besser als heilen, weißt du? Trinke also 1-mal täglich ein Glas kaltes Wasser mit einem halben Teelöffel Kurkuma, einem halben Teelöffel schwarzem Pfeffer und einer Zitronenscheibe. Der Effekt ist augenblicklich. Dieses Mittel ist bei Magenproblemen jedoch nicht zu empfehlen. Nummer 3. Es hilft bei der Vorbeugung von Krebs. Zwar gibt es noch keine 100%ig wirksame universelle Heilung gegen diese tödliche Krankheit, aber es scheint, dass du Pankreaskrebs mit Hilfe von Kurkuma verhindern kannst. Seine Antikrebswirkung wurde durch mehrere Studien belegt, von denen die letzte im Jahr 2016 am Nationalen Krebsinstitut in Neapel, Italien stattfand. Dank der antioxidativen, neuroprotektiven, entzündungshemmenden und antikarzinogenen Wirkung von Kurkuma ist all dies möglich. Um einen maximalen Nutzen daraus zu ziehen, kombiniere einfach 1/4 Teelöffel Kurkuma, 1/2 Teelöffel Olivenöl und eine Prise schwarzer Pfeffer und gib die Mischung in deine Suppen und Salate. Nummer 2. Deine Haut wird jünger aussehen. Im Jahr 2014 testeten Wissenschaftler der Zoologischen Fakultät der Universität von Delhi die Anti-Aging-Eigenschaften von Kurkuma.
Sie kamen zu dem Schluss, dass Gene, die den Stoffwechsel, die DNA-Reparatur und Antioxidationssysteme regulieren, tatsächlich die Lebenserwartung des Menschen steuern. Chronische Entzündungen führen zu einer Fehlregulierung von Proteinen, Zellen und Organen. Wenn diese also gestoppt werden, könnte dies die Heilung für altersbedingte Prozesse sein. Für jugendlich aussehende Haut mische 1 Teelöffel Kurkuma, 1 Teelöffel Milch und 1 Teelöffel Honig. Trage es 10 bis 15 Minuten lang auf die mit Dampf behandelte Haut, auf Gesicht und Hals auf und wasche es anschließend ab. Wiederhole den Vorgang jeden zweiten Tag für einen Monat und mache dann eine Pause von 2 Monaten. Nummer 1. Du wirst Gewicht verlieren. Und schlussendlich die Kurkuma-Power, auf die du gewartet hast. Ein einfaches, natürliches und erschwingliches Mittel, um unerwünschte Pfunde zu verlieren. Juhu! 2015 veröffentlichte das Journal der Ernährungsbiochemie die Ergebnisse einer koreanischen Studie. Es stellt sich heraus, dass Kurkumin die Zusammensetzung der Fettzellen verändert und unerwünschte weiße Fettzellen in eine gesunde braune Form verwandelt. Um deinem Traumkörper einen Schritt näher zu kommen, gib einfach einen halben Teelöffel Kurkuma in ein Glas Milch. Trinke es täglich morgens und abends, um den Stoffwechsel zu beschleunigen und deinen Appetit zu reduzieren. Welcher dieser Kurkuma-Effekte hat dich am meisten überrascht? Sag es uns in den Kommentaren unten. Vergiss nicht, diesem Video ein Like zu geben, teile es mit deinen Freunden und klicke auf Abonnieren, um auf der Sonnenseite des Lebens zu bleiben.